Servus Leute, hier ist der Johannes wieder und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's um Palavas des Coronas. Ja, scheiße man ist wieder. Zahlen gehen hoch, Leute flippen total aus und alle haben irgendwie vergessen, was letztes Jahr los war. Und ich frage mich eigentlich, warum? Es ist doch so, letztes Jahr um diese Uhrzeit haben wir extrem viel Covid gehabt und trotzdem sind die Leute nicht so ausgeflippt. Die haben sich aufgeregt über den Lockdown, über die ganzen Beschränkungen und so weiter und die Zahlen waren verhältnismäßig viel höher und wir haben eigentlich extrem viele Regeln gehabt. Jetzt sind wir alle, nicht alle, 70% geimpft und die Leute meinen auf einmal, dass sie trotzdem tun und machen können, was sie wollen. Wir haben jetzt Zahlen von 400 und noch mehr im Landkreis, wo ich mir denke, das ist schon ein bisschen heftig. Letztes Jahr war bei 50 schon der nächste Lockdown angestreten und jetzt sind wir bei 400. Leute, checkt ihr nicht, dass das eigentlich eine gefährliche Krankheit ist? Ich meine, wenn die sagen, dass du nur husten musst und dann bist du schon infiziert, auch wenn du eine Impfung hast, ja, sehr fix, dann pass halt aber auf, wasch dir die Hände. Bei mir in der Arbeit geht es gerade runter und drüber. Die Leute sind einfach Kirre. Die wissen immer, was sie machen sollen, schreien den Träger an, schimpfen, beschimpfen, schicken Anzeigen raus. Bei uns geht es jetzt schon so weit, dass die vor Gericht wollen, weil es einfach nicht mehr klappt mit den ganzen Mitarbeitern und so weiter, dass die von den Kunden angezeigt werden, weil es einfach nicht passt. Aber denken mir, das ist ja auch nicht die Lösung. Keiner ist von uns dran schuld, dass es Corona gibt und dass die Corona-Beschränkungen jetzt so stark sind. Klar, 2G gefällt vielleicht den Nicht-Geimpften nicht, aber ich meine, was soll's, dann impf dich halt. Und dass du jetzt für deinen Corona-Test zahlst, das ist ja schon lange bekannt. Und dass jetzt das wieder aufgehoben wurde, dass die Schnelltests und so weiter bezahlt werden, ist ja in Ordnung, aber es bringt dir ja nichts. Weil wenn du Corona-Symptome hast, dann musst du ja eh einen PCR-Test machen, um irgendwo reinzukommen. Und so ein Schnelltest ist am Ende nicht aussagekräftig, wenn du geimpft bist. Weil die Ärzte haben zu mir gesagt, wenn du einen Schnelltest machst und geimpft bist, dann schlägt der Coronavirus nicht so stark an. Und ein Schnelltest ist eigentlich dann nicht aussagekräftig. Also musst du so oder so einen PCR-Test machen und kriegst du eh erst später. Also kannst die Schnelltests gleich vergessen. Aber ich meine, das ist halt Politik momentan, da kann man nichts dagegen machen. Das läuft halt so. Ja, wie seht ihr das? Denkt ihr, dass das Corona-Thema weiter uns belastet? Denkt ihr, 2G ist die Lösung für alles? Oder sogar nur 1G, nur Geimpfte? Ich meine, wer genesen ist, ja, kann man sagen, hat jetzt die gleiche Immunität oder auch nicht, keine Ahnung. Und ja, jetzt müssen wir halt einfach mal schauen. Ich glaube, dass das jetzt noch ein Jahr weitergeht, bis dann die Letzten kapiert haben, dass man sich impfen lassen sollte. Und bis dahin werden wir halt einfach von einer Welle zur nächsten uns zirgen und das dauert halt ein bisschen. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, putzt euch die Nasen und die Hände und rotzt niemanden ins Gesicht, gell? Ciao.